Restlos motiviert sehen die Gladbacher noch nicht aus. Aber wer kann es ihnen schon verübeln? Nach dem zweiwöchigen Weihnachtsurlaub wird wieder trainiert. Klar, dass da noch nicht alles klappt. Aber allzu lax wollen es die Borussen auch nicht angehen. Vor allem nach dem Einbruch in der Rückrunde der vergangenen Saison. Bisher waren die letzten Jahre immer so, dass man in der Rückserie immer ein bisschen geschwächelt haben. Und deswegen gilt es dieses Jahr natürlich, noch eine höhere Konzentration an den Tag zu legen, damit man dieses Jahr gut startet sozusagen und gut reinkommt und dass man da mehr Punkte holt wie in den letzten Jahren eigentlich. In dieser Saison könnten sogar deutlich weniger Punkte für die vorderen Plätze reichen, weil die Liga so ausgeglichen ist. 27 Zähler bedeuten aktuell Platz 4. Nachlegen wollen die Gladbacher trotzdem, um auch im nächsten Jahr, so wie jetzt, in allen drei Wettbewerben vertreten zu sein. Da musste auch in der Winterpause etwas getan werden. Wir wissen, dass wir wieder ein sehr, sehr schwieriges halbes Jahr haben. Und wenn man in der Winterpause ein bisschen macht, dann verliert man nicht allzu viel. Und von dem her ist eigentlich jeder vom Kopf her so reif und so weit, dass man da den einen oder anderen Lauf macht oder Kräftigung oder sich dehnt. Die letzten Weihnachtsbunde sollen spätestens ab Donnerstag purzeln. Dann geht es ins Trainingslager im türkischen Belek.